Minecraft! Willkommen zurück in Minecraft City. Also ich muss sagen, es war anstrengend die letzten Tage. Ich musste gucken, dass der Server wieder läuft und es hat wirklich lange gedauert, bis ich soweit war. Aber ich habe es geschafft. Ja, es gab einfach wegen allem Probleme. Am Anfang konnte man einfach so nicht mehr drauf. Wir hatten keine Ahnung warum. Das ging einfach nicht mehr. Das Problem ist jetzt, ich musste eine Version hochladen von der World Map vom 11.09. Wie ihr hier seht. Doch, Moment. Okay, meine Solarzellen sind drauf. Jetzt bin ich mal kurz gespannt. Ah ja, klar, im E-System steht ja auch. Also, mein Energiespeicher ist vorhanden. Mein ME-System auch. Allerdings, ja, wie ihr seht, leer. Hier, die Festplattenspeicher sind auch leer. Und hier unten hatte ich ja schon was gebaut. Das habt ihr ja im Livestream gesehen. Hier auch. Da ist alles wieder weg. Also ich musste eine Version laden. Vom 11.09. Und jetzt habe ich eben viele Dinge nicht mehr. Bei Mavia war das Haus auch schon fast fertig. Hier mein altes ME-System. Wenn ihr da reingucken. Da ist alles noch drin. Ja. Also es ist einfach folgendes, dass ich einen alten Spielstand hochladen musste und dadurch jetzt eben einiges nicht mehr da ist. Das heißt, ich muss da einiges wieder bauen. Das werde ich offscreen machen. Ein kleines Problem ist, dass ich die nächsten Tage gar nicht da bin. Ich nehme das hier jetzt kurz vorher auf, weil ich eben erst den Server wieder zum Starten gebracht habe. Und deshalb gibt es dann erst nächste Woche wieder Videos. Wahrscheinlich ab Mittwoch. Also hier sieht noch alles gut aus. Ich hoffe mal, dass Mavia auch nicht so viel Technik gebaut hat, dass es nicht auch alles weg ist. Wenn wir hier auf die Journey Map gucken, sehen wir auch nichts. Ah, hier. Also wir sehen hier, die Karte ist komplett leer. Aber was ich jetzt inzwischen geschafft habe, was wir ja schon probiert hatten, mit der 1.7 zu updaten. Ich fliege hier einfach mal rum, damit da ein bisschen die Chunks geladen werden. Wir wollten ja auf die 1.7 updaten von 1.7.0 von Direwolf 1.7. Das hat ja nicht funktioniert. Wir haben ja die ganze Zeit auf 1.3.1 gespielt. Sind die Biome auch neu geladen worden? Oh, hier sind tausende Schmetterlinge. Nee, da fehlt schon der. Da ist eine Hexe. Oh, ich guck mal gerade, was noch alles da ist. Also unser Schwimmbad müsste eigentlich da sein. Genau. Und ich habe es jetzt geschafft, den Server auf die 1.8 zu updaten von Direwolf. Das ist schon mal ganz gut. Und habe gleichzeitig auch noch was anderes hinzugefügt. Weil wir hatten ja überlegt, welche Mods wollen wir hier noch drin haben. Und da haben wir zum Beispiel DecoCraft mit reingemacht. Manche von euch kennen das schon. Da kann man ganz viele verschiedene Items hier machen. Hier ist ein Kinderbett. Ein Picknickkorb. Und irgendwo gibt es auch einen Tisch. Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Das wird man nächste Woche in R2D2. Ja, auch witzig. Ich guck mal gerade, ob ich den finde.
Es müsste. Ich habe den bei Debitor gesehen. Also es gibt ein Crafting Table, mit dem man dann die ganzen Sachen hier machen kann. Und auch nur in dem Crafting Table werden die Rezepte angezeigt. Deshalb sehen wir hier jetzt erstmal nichts. Hier gibt es Himmelbetten. Ist sehr interessant. Waschbecken. Ein Seifenhalter. Diverse Betten, eine Kamera. Okay. Fass mit Äpfeln. Was haben wir hier? Hammercook. Keine Ahnung, was das ist. Also hier gibt es eine Menge neuer Items. Hier ein Aquarium, das ist cool. Ich suche hier eigentlich den Crafting Table. Ein Laptop gibt's. Das hier ist er. Deko Bench. Ja, die Deko Bench ist es. Also damit, wenn man die gemacht hat, dann kann man hier die ganzen anderen Items machen. Was anders sehen wir hier alles nicht. Ich kann gerade mal gucken. Die drei Teile hier, das sind die Grundsubstanzen, aus denen die ganzen Items von DecoCraft gecraftet werden können. Damit werden wir uns auf jeden Fall dann auch beschäftigen. Und womit ich mich eben beschäftigen muss, ist, mein Haus wieder zu bauen. Mavia muss auch noch einiges bauen. Der war ja auch schon. Eigentlich war ja sein Haus fertig, nur die Inneneinrichtung hat gefehlt. Das könnt ihr ja im Livestream nachschauen. Ja, so ist es leider. Aber ich bin zufrieden, dass der Server wieder läuft. Weil ich dachte, hab schon befürchtet, dass das Minecraft-Projekt, Minecraft City, dass ich das beenden muss oder komplett neu starten. So ist es leider nicht. Von dem her haben wir Glück gehabt. Bleibt dran, nächste Woche kommen wieder regelmäßig Folgen. Und ja, dann werde ich hier auch eben gucken, dass ich wöchentlich einen Livestream hinbekomme und dass es hier wieder vorwärts geht. Schaut auch bei meinen anderen Serien einfach mal vorbei und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert, wie ihr wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, also bis nächste Woche, Mittwoch wahrscheinlich wird's. Bis dahin, ciao, Minecraft.